Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Valkyria Chronicles. Ja, in der letzten Folge haben wir hier die Liberation von Fausen begonnen. Wir sollen uns hier ganz leise in diese Basis einschleichen und bis jetzt liegen wir richtig gut drin. Ja, wir haben schon hier alles weggeräumt, also fast alles Alicia im Alleingang. Und jetzt muss ich mal gucken, wie ich mit der Edelweiß da durchkomme, ohne von diesen Dingern gesehen zu werden, die sich voll langsam bewegen. So, das kann ein bisschen dauern. Und mich irgendwie dazwischen die Häuser bewegen als erstes. So, jetzt ganz schnell. Mal meinen 10. Gang einschalten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bitte seh mich nicht. Ah, immer wenn ich dich mal brauche. Ich hoffe, das zählt jetzt nicht mehr. Ja, so, dann müssen wir. Super. Lago, du bist so weit weg. Soll ich den Bitte schon jetzt machen? Ei. Nein! Die haben Welkin gesehen. Was soll das? Da muss ich den ganzen Weg mit Lago einrennen. Ja, ein Mortar. Kann der irgendwas gegen Dingens ausrichten? Gegen die Edelweiß? Oh, wehe. Boah, das bringt gar nichts. Hä, da stehe ich doch noch nicht mal. Aber okay. Du bist der Einzige, der jetzt das Ding erstmal hier abschießen kann, also bitte. Und dreh dich mal. Oh mein Gott, was soll ich denn dagegen machen? Ist doch voll blöd, die ganzen Gegner sind hier weg. Ich kann ja niemanden gebrauchen. Kann ich. Bringt doch gar nichts. Ja, ob ich jetzt zum Kommando einsetze oder die Leute selber dahin bewege. Nee, Rosie, dich brauche ich nicht. Weg durch mal nach vorne. Manchmal ist er auch ein bisschen blöde, ja. Ja. Keine Ahnung. Wenn. Guck mal, die anderen, die gammeln jetzt alle da ab. Was soll ich mit denen machen? Ja, zum Glück treffen die auch nicht. Der Mortar dürfte auch nichts ausrichten. Autsch. Dingens, wo ist sie? Claudia? Oder wen habe ich mitgenommen? Dallas. Was? Okay. Warum hast du umgedreht? Super. Das muss Lago das Ding erledigen. Komm schon, du musst das Ding treffen. Was ist denn das Ding da? Ich sehe ihn gar nicht von hier aus, Mann. So, das gibt's doch einfach nicht.
So, komm schon. Und zwar Dingen. Jawohl! Die Sniper. Die Sniper-Lenzer schlagen wieder zu. So, gleich kommt wahrscheinlich wieder Morse, aber egal. Alicia, ich habe das Gefühl, in den Büsch da hinten wartet jemand. Aber egal. Warte mal, kann ich hier irgendwas machen? Nee, okay. Ich traue den Gebüsch da hinten nicht. Da ist jemand drin, ich weiß es. Oder auch nicht. Okay. Nancy, geht auch noch rein. Geh auch dahin. Ja, geh mal dahin. Und ich weiß nicht. Eine Antipanzer. Autsch! Wow. Aha. Wo war denn die? Oh, ja. Egal. Na gut, du bist gleich in der Schusslinie von den Scheißdingern, ne? Ne, bist du nicht. Will ich auf den Arm nehmen? Nein. Fangen wir bitte nicht damit an. So, Dallas. Du erreichst ja jetzt die Edelweiß, oder? Muss geheilt werden. Ah! Ich eigentlich so eine Panik, so nicht mal annähernd knapp. Und zick, zack, zock. So. Kein Problem, Wolken. Und weiter. Am besten mit Wolken. Obwohl das eine verdammte Antipanzermine. Muss ich auch noch entschärfen. Super. Ja, mit Alicia rein. Oh Gott. Nein! Oh. Verdammt, jetzt voll gebracht. Ich weiß nicht, mit Welkin oder ich kann schon mal da vor der Brücke warten irgendwo. Scheiß drauf. Okay, die werden nicht getroffen. Dann Antipanzermine. Ja, da ist niemand in der Nähe, ne? Ja. Ja, dann werden wir mal. Zocken da unten wieder 1 Million Leute rum. Oh nee. Nee. Nee, da sind welche. Verdammt. Hey, ihr habt euch direkt in meine Schusslinie eingestellt. Nein, nein. Na gut. Moik. Was macht der denn da? So, oh, 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 oh. Vor dem Kopf so nach hinten gebeugt. Psst. Versuchen einige zu schlafen, Mann. So, Dallas. Tu mal die Antipanzermine da entfernen. Nein. Aber zum Glück dürfen wir euch gesehen werden. Was? Fancy Woman. Oh. I approve of this shit.
Jawohl. Ah, okay, geil. Alicia hat geholfen. Irgendwie war sie nicht mehr hinter uns. So, am besten wäre jetzt, wenn ich da die Basis einnehmen kann. Was schon wieder? Damit ist da vorne noch eine. Nee. Ich habe dabei noch eine Antipanzermine. Am besten jetzt schnell die Basis einnehmen, damit da niemand mehr auftauchen kann. Falls irgendjemand da drin ist. Den geht es jetzt nicht mehr gut. So kann man ausscouten, ne? So was nennt man doch hier leise einschleichen, oder? Materne, was bedeutet das denn? Oh Gott! Oh Gott! Lass mal einen Schocktrooper hier erledigen. Verdammt, das hat ja nichts gebracht. Welcome? Hast du noch eine Dingens? Guck, guck. Ich glaube, so war doch eigentlich geplant, ne? Jawohl. Ich glaube, so war irgendwie auch gedacht. Und da haben wir wieder so ein Ding. Dann holen wir mal Nancy darüber und nehmen das Ding ein. Ne. Erstmal Leichen plündern. So, Verstärkung abgebrochen. Alles optimopti. So, Alicia, komm mal her. Was auch voll aufs Maul bekommen. Wie irgendwie immer. So, dann gucken wir mal. Wo führt uns das Ding hin? Falls wir das erreichen, das ist ein Lancer. Wo kommt denn der her? Muss ich auch noch töten. Ma. Ey, die ganzen Leute, die vergammeln hier. So, Retreat. Frasia. Ich hätte wirklich nur mit 3-4 Leuten so reingehen sollen. Ach, sind wir lustig. Gleis und weiß. Und Nancy, du muss mal den auseinander, falls aber auch klappt. Hey, warte mal. Nennt sich schon wieder eine Mine. So, ich werfe erstmal so ein Ding auf dich, damit du aufstehen musst. Wenn er sich hinter meinem Panzer stellt und den abschießt, ne? Dann habe ich ein Problem. Oh, warte mal. Perfekt. So. Oh, oh. Voll gegen die Wand geprescht. So, Alicia, das lief ja vorhin so gut. Wo würde ich hinkommen? Fuck am I? Ja. Einfach erstmal hinlegen. Ich weiß mal nicht, wo ich jetzt bin, aber wird schon sicher sein. Ha! Die Kommandopunkte werden immer weniger. Und die haben gar nichts gemacht.
Haben wir schon alle getötet. So, jetzt kommt unsere Verstärkung. Ich habe dahin gesehen, da war schon wieder eine verdammte Antipanzermine. Boah, sie hat schnell geredet. So, die werde ich wohl noch erreichen, ne? Ja. Oh Gott, was? You kidding me? Jawohl. Ha. Okay, gut. Verdammt. Nein. So, Alicia, du kannst dich doch bestimmt hinter denen schleichen, oder? Wo sind das? Warte mal, das ist so ein langer Weg irgendwie. Scheint es wieder keine Namen-Typen zu geben, ne? Aber Leute mit seltenen Waffen und so. So, dann gehen wir mal hier hin und heilen uns. Ja, bringt sie jetzt voll. Okay, boah, sind da viele Minen, sehe ich gerade. Ja, schon wieder Sniper. Oh mein Gott, und alle sind Kommandanten. Ja, tut mir leid. Njum. Wo ist denn das? Oh! Hab ich beide getötet? Jawohl! Ah. Exactly as planned. Oh! Oswald der Eisene, was? Bist denn du für einer? So, Ella ist. Nimm mal den Panzer auseinander, schaff mal neu in dem Part. Ja, das könnte knapp werden, bitte. Meine Antipanzereinheiten, die schaffen es nur Leute zu treffen, aber keine Panzer. Es ist eine verdammte Gabe. War weg, Alice. Mein Gott, was zum Teufel? Yokai. Ja, toll. Jetzt trifft die Rakete so ab und trifft unseren eigenen Panzer, ne? Und da oben der Typ, der macht mich nervös. Ich brauche eine Granate. So, würde es natürlich vollbringen. Meine Antipanzereinheiten, ich kann sie nicht leiden. Die kriegen nichts auf der Reihe. So, Welken. Wir sind auch Freunde, oder? Ja. Ja, die machen es immer so unnötig schwer. Ich wollte schon sagen, wir können sie ja gar nicht mehr haben. Ja. Jupp. Hier sind die genauso beschissene Schützen. Ich tue auf jeden Fall die Lancer aufleveln. Die haben es notwendig. Oder habe ich die nicht schon letztens aufgelevelt?
Was soll's? So. Sowieso mit. Ja, ich muss mit der Edelweiß da rein. So, Alicia, wenn ich bitten darf. Oh Gott, die beiden. Was willst du denn? Oh. Ja, ich kriege aber auch noch. Wer darüber lacht. Charge! Du duckst dich doch bestimmt, ne? Was zum? Bin ich behämmert? Ich denke mir immer, du bist so ein Typ, der sich die ganze Zeit duckt, wenn ich auf den Kopf schieße. Deswegen. Gut. Aber ernsthaft, ein AP auf die Füße. So, neue Waffe. So, am besten jetzt noch dich da erledigen. Aha. Was? Ach so, da. Mein Gott. Was zum Teufel? Ich habe mich auf den Kopf direkt gezielt. Entschuldigung. Wie kann man denn daneben treffen? Darf ich nochmal versuchen? Okay. Bin ich, wie ich einen Facepalm mache? Scheiße, ne? Ich krieg einen Anfall. Wie er aussieht. Das sah so übel aus. So, ich habe mich etwas mit der Edelweiß da reinschaffen. Den Zug, deswegen. Oh Gott. Die sterben alle jetzt. Ich muss jetzt da reingehen. Willst du mich verarschen? Wenn jetzt einer von ihnen stirbt, ne? Oh Gott. Hört, die hält das aus. Oh. Nein, Nancy. Nein, Dallas. Okay, dann muss er leistet mal holen. Die hat fast gar keinen Schaden bekommen. Das ist schon wieder voll geeilt. Mein Gott. Okay, Medic. Und so. Hayakun. Schneller. Und Beeilung. Wieso schicken wir die eigentlich nicht auf ein Feld? Die ist immer noch am Leben. Wurde auch keiner jetzt mal abgeschossen. Wenn irgendwie eine Horde voller Gegner reinlaufen, wenn da ein Verletzter von mir ist, die geht da rein. Oh nee, ich komm schon. Boah, ein Schritt, ganz ehrlich. Ja, wir sind drin. Rang 10 natürlich. Ach ja, die müssen wir ja auch noch abholen. Bitte, okay. Keine Cutscene, gut, perfekt.
Also wir können jetzt mal zum Hauptquartier kurz gehen, die Leute aufleveln und dann weiß nicht Sachen kaufen. Mein Gott. So. So, die Lancer und die Schock Sniper. Sniper. Lieber ist Sniper. Kann ich auch mal gucken, was ich für Dingens hier freigeschaltet habe. So Potentials. Nichts. Boah, Entschuldigung. Und jetzt kaufen wir noch ganz schnell was. Eieiei. Warum sind die Parts immer so lang? Na, kaufen einfach die hier. Hab's da irgendwas gekauft. Statt für irgendwas Sinnvolles sparen. Oh. Gut. Rutsch. Blöd ist, die rüsten irgendwie automatisch die Dinger aus. Das nervt mich ein bisschen. So, zack. Und nichts. Okay. Edelweiß vielleicht. Was schaltet man den ganzen? Ich habe jetzt Sniper und Lancer aufgebildet, ne? Verdammt, egal. Jetzt schaltet man die mit dem Level frei? Keine Ahnung. Jedenfalls sind wir wieder ein Stückchen weitergekommen. Und ich würde sagen, das war's für diese Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Valkyria Chronicles. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.